Schönen guten Morgen. Ich freue mich, Sie alle zu sehen. Wir haben heute wieder dicke Brocken auf der Tagesordnung des Rats für allgemeine Angelegenheiten. Aus guten Gründen. Die Pandemieentwicklung in der Europäischen Union weltweit ist nach wie vor dramatisch. Eines ist klar, Impfen rettet Leben. Aber die Impfquote in zu vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, leider auch in Deutschland, ist zu niedrig. Deswegen ist es jetzt an der Zeit, endlich auch darüber miteinander zu reden, wie können wir die Impfquote erhöhen, wie können wir Menschen, die sich bislang weigern, sich impfen zu lassen und sich damit der Solidarität entziehen, davon überzeugen, sich jetzt endlich impfen zu lassen, damit wir aus dieser dauerhaften Spirale von Freiheitsbeschränkungen endlich heraustreten können. Und dafür ist es unerlässlich, dass sich mehr Menschen in der Europäischen Union impfen lassen. Aber es geht natürlich auch um die weltweite Lage. Das Virus hat keinen Reisepass. Das Virus schert sich nicht um nationale Grenzen. Es ist deshalb nicht nur ein Gebot der internationalen Solidarität, möglichst auch anderen Partnern in der Welt dabei zu helfen, die Menschen zu impfen und sie damit zu schützen. Es liegt auch im eigenen europäischen und nationalen Interesse. Denn gerade im Hinblick auf die Mutationen ist es von herausragender Bedeutung, dass auch andernorts geimpft wird. Wir haben massiv COVAX als die entscheidende Verteilungsplattform gestärkt. Wir haben aber auch über 100 Millionen Impfdosen bislang verteilt. Und das ist genau richtig gewesen. Wir haben in Deutschland ja derzeit vor allem ein Impfbereitschaftsproblem und kein Problem, genügend Impfstoffe zu verfügen. Es stellt sich darüber hinaus noch ein drittes Problem. Wir haben ja neue wissenschaftliche Erkenntnisse, das ist ein großer Erfolg. Boosten ist ja das Gebot der Stunde. Boosten ist nicht nur eine Auffrischung, sondern das zeigen die wissenschaftlichen Studien, dass sich die Wirksamkeit der Impfung noch mal deutlich erhöht, wenn man sich boosten lässt. Damit stellt sich auch hier die Frage für das digitale Impfzertifikat bei der Gültigkeitsdauer von Impfungen. Auch hier müssen wir nachsteuern, damit wir möglichst vielen Menschen auch dabei helfen können, sich frei in der Europäischen Union zu bewegen. Und dafür ist ein digitales Impfzertifikat von herausragender Bedeutung, aber es muss eben auch den wissenschaftlichen Erkenntnissen Genüge tun. Ein zweites großes Thema ist der Rechtsstaatsdialog. Die Europäische Union muss immer wieder deutlich machen, wir sind vor allem eine Gemeinschaft der Werte und des Rechts und alle Mitgliedstaaten müssen ihrer Verpflichtung uneingeschränkt nachkommen. Ich bin sehr dankbar, dass der Rechtsstaatscheck, den wir ja unter der deutschen Ratspräsidentschaft aufs Gleis gesetzt haben, jetzt auch wieder Anwendung findet. Wir werden uns heute mit der Rechtsstaatssituation in 5 Mitgliedstaaten beschäftigen. Das setzt ein klares Signal, dass es hier keine Rabatte gibt, dass wir alle uns gleichermaßen verpflichten müssen. Und wir wollen auf Augenhöhe vorurteilsfrei, diskriminierungsfrei miteinander reden über das, was gut läuft, über das, was weniger gut läuft, wo wir voneinander und miteinander lernen müssen. Aber es ist wichtig, dass dieser Prozess fortgesetzt wird. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn es gelänge, den Rechtsstaatsdialog noch zu schärfen, ihn zu verbessern, damit wir am Ende auch endlich dazu beitragen können, dass Rechtsstaatlichkeit uns nicht länger spaltet. Das ist ein ganz trauriger, deprimierender Befund in der Europäischen Union. Rechtsstaatlichkeit, Grundwerte müssen uns einen. Und ein drittes Thema ist die Lage im Westbalkan. Wir haben hier ein massives Glaubwürdigkeitsproblem seitens der Europäischen Union, weil wir Zusagen nicht einhalten können. Deshalb ist es endlich an der Zeit, dass wir die Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und mit Albanien aufnehmen. Wir können diese Staaten nicht mehr länger warten lassen. Und die bilateralen Probleme, die es derzeit leider noch gibt zwischen Bulgarien und Nordmazedonien, müssen bilateral geklärt werden. Und es geht jetzt darum, ein Startsignal zu setzen für die Beitrittsverhandlungen. Und wir können nicht einfach diese Menschen weiter warten lassen, gleichwohl die Bedingungen erfüllt worden sind. Und hier schlittert die
Europäische Union in ein massives Problem hinein. Und ich kann nur hoffen, dass alle Mitgliedstaaten ihrer Verantwortung gerecht werden, denn es geht um unsere Sicherheit. Je stabiler, je demokratischer, je rechtsstaatlicher der westliche Balkan ist, desto besser ist es auch für die Europäische Union. Hier zeigt sich, ob die Europäische Union über den Weitblick, über den Mut und über das strategische Denken verfügt, auch in außen- und sicherheitspolitischen Fragen voranzugehen. Darüber werden wir heute reden, sicherlich nicht ganz streitfrei, aber ich freue mich drauf. Vielen Dank. Eine Frage über die Beziehungen UK-EU. Wie soll die Union sich verhalten, wenn Großbritannien das Northern Ireland-Protokoll kündigt? Liebe Freunde in London und in Großbritannien, kommt jetzt bitte zur Besinnung. Wir haben nach mühsamen Verhandlungen, die sehr lange gedauert haben, klare Verabredungen getroffen. Und für uns ist das Nordirland-Protokoll von essentieller Bedeutung. Es muss gesichert werden in der Substanz. Die Europäische Kommission hat doch nun wirklich eine Reihe von pragmatischen Vorschlägen auf den Tisch gelegt, wie wir die offenen Probleme werden lösen können. Und ich kann nur noch einmal in Richtung Großbritannien und London an die britische Regierung appellieren, diesen Vereinbarungen jetzt auch endlich gerecht zu werden. Was wir hier erleben, ist kein Spiel. Es geht um die Interessen der Menschen im Vereinigten Königreich und es geht um die Interessen der Europäischen Union. Wir wollen verdammt nochmal partnerschaftlich und freundschaftlich zusammenarbeiten. Wir wollen nicht ständig darüber streiten, was wir eigentlich verabredet haben. Und das nicht erst vor wenigen Tagen, sondern zu dem Zeitpunkt, als wir gesagt haben, wir haben einen Deal, was das Austrittsabkommen anbelangt. Und jetzt müssen die einzelnen Aspekte auch vollständig erfüllt werden. Das sollte doch nicht so schwierig sein. Vielen Dank. So, das war jetzt ein langer.